wie P. Diddy das Babyöl genutzt hat, wurde endlich aufgedeckt. Dann nimmt er, was sie für eine Art Flüssigkeit aus einer Tasche, einer Bauchtasche hält, und spritzt es auf sie. Zuerst dachte sie, es sei Säure oder so, aber dann erkannte sie, dass es eine Art Schmiermittel oder Öl war. Das ist so verstörend auf so vielen Ebenen, das kann man sich gar nicht vorstellen als ein normal denkender, normaler Mensch so. Und hatte das Gefühl, was auch immer die Flüssigkeit war, die auf sie gespritzt wurde, enthielt etwas, das ihren ganzen Körper lähmte. Es scheint also, dass eine Art Drogen in das Öl gemischt wurden, weshalb er sie vorher mit diesem Öl übergoss, nicht nur, um es einfacher zu machen, sie anzugreifen, sondern um ihre Verteidigung komplett zu schwächen. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt How Diddy Used the Baby Oil Finally Revealed. So, also auf Deutsch, wie P. Diddy das Babyöl genutzt hat, wurde endlich aufgedeckt. So. Und wir haben da schon drüber geredet. Ich habe mir dazu schon ein Video reingezogen. Aber anscheinend waren da auch Substanzen mit involviert, die dann über die Haut in die Opfer reingegangen sind. Und das ist eine sehr kranke Geschichte. Und wir haben zum ersten Mal jetzt einen KI-Übersetzer benutzt, um das Video von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob ich das immer machen werde, weil ich auch meine Community so ein bisschen dazu zwingen möchte, Englisch zu lernen. Und deswegen mit Untertitel auch arbeiten werde, glaube ich, noch in Zukunft. Aber immer mal wieder ein Video zu übersetzen und dann für die Leute, die kein Englisch können, dass das auch besser verständlich ist, kann man es auf jeden Fall benutzen. Ich liebe euch. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, geht der Peter los, Digi. Und los. Also die Anwälte reden noch. Es kommen noch mehr Fälle ans Licht und es wird nicht langsamer. Hallo Leute, hier ist Murat bin Ali. Ich hoffe, es geht euch heute allen gut. Ich bin zurück mit einem weiteren Video. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, klickt bitte auf den Button. Und kommen wir zum heutigen Video, in dem es um einen bestimmten Anwalt geht, über den wir schon gesprochen haben. Ariel Mitchell Kidd hat in den Schlagzeilen gestanden als eine der Anwälte, die diese mutmaßlichen Opfer vertreten. Und das ist der mit den längeren Haaren, gell, den wir uns auch reingezogen haben. Die ist hervorgetreten. Sehen wir uns das an. Erneut für mehrere der Ankläger von Diddy und hat grafische und grausame Details enthüllt. Jetzt wissen wir im Wesentlichen, wofür das Babyöl wirklich war. Ariel Mitchell Kidd berichtete über den angeblichen Angriff auf ihre Klientin während eines Auftritts bei Banfield am Montag und sagte, dass sie in dieser Woche eine neue Klage gegen den inhaftierten Musikmogul einreichen will. Meine Klientin wurde von Diddy vergewaltigt, sein Leibwächter und ein Freund, die meine Klientin zu ihm nach Hause eingeladen haben, um diese ganze Situation zu inszenieren, behauptet. Ist das die da im Bild angezeigt wird, oder was? Sie. Die Anwältin behauptete, Diddy habe ihre Klientin mit einem Messer gedroht und sie gezwungen, es ihr abzunehmen. Sie soll sich ausziehen und wurde dann mit einer ölartigen Substanz übergossen, von der sie glaubt, dass sie mit einer K.O.-Droge wie GHB versetzt war. Dann nimmt er, was sie für eine Art Flüssigkeit aus einer Tasche, einer Bauchtasche hält und spritzt es auf sie. Zuerst dachte sie, es sei Säure oder so, aber dann erkannte sie, dass es eine Art Schmiermittel oder Öl war. Sobald die Frau angeblich mit... Digga, die haben 1000 Babyölflaschen irgendwie, was war? Beschlagnahmt, ne? Und da hat er überall dieses Zeug, rein. Du musst mal überlegen, was für ein kranker Typ, was für ein kranker Mensch du sein musst, dass du überhaupt auf so eine Idee kommst, Digga. Überleg mal, der Bruder bestellt sich 1000 Babyöl-Dinger und dann setzt er sich zu Hause hin mit seiner Crew, wahrscheinlich mit seiner Familie, die helfen dann noch mit und dann machen die da einfach irgendwelchen Scheißdreck in diese Babyölflaschen rein und dann ziehen die so, das ist so verstörend auf so vielen Ebenen, das kann man sich gar nicht vorstellen als ein normal denkender, normaler Mensch so. Öl bedeckt war, begann der Angriff durch Diddy und einen Freund. Wow, interessant. Zwischen den beiden wurde sie mit noch mehr von diesem Öl bespritzt und dann griff Digga, Bro, der Leibwächter sie an und vergewaltigte sie. Während der mutmaßliche Angriff... Alan sagt gerade, krasser Typ, locker ist es irgendein satanisches Weihwasser. Ist dein Herz, Bro. Fortschritt wurde ihr Körper immer schwächer und sie konnte nicht herausfinden, wie das geschah. Es war nicht so, dass sie gezwungen wurde, Drogen zu nehmen. Das ist auch so perfide, ne? Das ist so perfide. Da wird nicht mal der auf, also der geht nicht mehr über Drinks, sondern der lässt das einfach über die Haut. Die checken das gar nicht. Babyöl, Visual, macht man manchmal, weißt du? Bisschen, damit es bisschen flashy ist und so. Du weißt doch, man benutzt das manchmal, Bruder. Und der macht da einfach irgendwas rein. Die Anwältin. Sie sagte, sie habe einen Schluck aus einem Wasserglas genommen und sofort gewusst, dass es nicht nur Wasser war, aber sie nahm nur einen Schluck und hatte das Gefühl, was auch immer die Flüssigkeit war, die auf sie gespritzt wurde, enthielt etwas, das ihren ganzen Körper lähmte.
Wow. Es kann als topische Salbe verwendet werden, als Träger für spezifische Drogen, wie zum Beispiel GHB. Es scheint also, dass eine Art Drogen in das Öl gemischt wurden, weshalb er sie vorher mit diesem Öl übergoss, nicht nur, um es einfacher zu machen, sie... Indianer, einfach der Didi, Bruder. Ich bin immer noch so schockiert, ne? Ich finde das immer noch so heftig, ich finde das immer noch so unfassbar. Yo. ...anzugreifen, sondern um ihre Verteidigung komplett zu schwächen. Ihre Klientin machte schließlich eine erschütternde Flucht und kam in Sicherheit nach dem grausamen Angriff. Wow, jetzt wissen wir, wie das Schmieröl hergestellt wurde und warum es 1000 Flaschen dieses Babyöls gab. Dieser Mann hat es nicht einfach bei Costco gekauft, wie sein Anwalt anscheinend sagte, was offensichtlich nicht einmal wusste, was in diesem Öl war. Kann er so dumm sein, ein Interview zu geben und öffentlich zu sagen, dass Didi zu Costco ging und dass Costco das auch noch herunterspielen würde, wenn man wissen sollte, dass sein Klient dieses Öl als eine Art GHB benutzt hat. Und das ist jetzt interessant. Wir haben einen ganz spezifischen Fall, wie das Öl benutzt wurde. Er trug es in einer Bauchtasche, zog es heraus und spritzte es dir entgegen, als würde er Säure auf jemanden werfen. Und du denkst, was machst du da? Und dann denkst du, oh Moment, das ist Öl. Du denkst, Moment, was passiert mit meinem Körper? So manipulativ und ekelhaft, absolut verrückt. Und wegen meiner Nachforschungen habe ich einige alte Artikel durchgesehen. Und diese hier von 2019, wo BuzzFeed sagt, dass eine Warnung herausgegeben wurde, dass dieses Öl... Unsere Informanten berichten, dass das Medikament GHB mit Gleitgel gemischt wird, zusätzlich zu... GHB, Digga, davon habe ich schon mal gehört. Was ist GHB nochmal? Werden synthetisch hergestellt und in der Pharmakologie bzw. der Industrie verwendet. Sie gehören zur Gruppe der Narkotika. GHB wird als Salz in Pulverform oder flüssig und GBL als farblose Flüssigkeit gehandelt und oral verdünnt getrunken. Krass, Digga. Drinks, die mit GHB versetzt werden. Jetzt mischen die Täter es auch in Gleitmittel ein, berichtete ein Bewährungshelfer BuzzFeed News. Wow, wow, wow. In einer Dokumentation, die am Sonntagabend ausgestrahlt wird, sagt Stephen Morris, der die einzige Spezialeinheit im Straf- und Bewährungsdienst für Straftäter leitet, einer der neuesten Trends sei, dass GHB mit Gleitgel verabreicht werden kann. Verrückt. Krass, Alter, das ist ein Trend, oder was? Ja, kranke Menschen gibt's, gell? Die gibt's nicht. Also natürlich tat Didi das und dieser Artikel handelt von schwulen Männern. Bruder... Also passt Didi natürlich in dieses Bild. Was hat er gesagt? Warte kurz. Sagen wir mal so. Und eindeutig tut er es bei Frauen und Männern, um mehr Macht und Kontrolle zu erlangen. Aber dieser spezielle neue Fall ist erschütternd. Sagen wir mal so. Und eindeutig, dass GHB mit Gleitgel verabreicht werden kann. Verrückt. Also natürlich tat Didi das. Und dieser Artikel handelt von schwulen Männern. Also passt Didi natürlich in dieses Bild. Leute, wir mal so. Und eindeutig tut er es bei Frauen und Männern, um mehr Macht und Kontrolle zu erlangen. Aber dieser spezielle neue Fall ist erschütternd und er passt definitiv zu der Geschichte, dass Öl gefunden wurde. Öl kann in Form eines mit GHB gemischten Medikaments verwendet werden. Das passt alles in die Geschichte. Also für diejenigen, die das hören und sagen, sorry, ich glaube es nicht. Es gibt inzwischen zu viele falsche Opfer, die sich melden. Gestern wurde eine Frau mit Textnachrichten ertappt, deshalb glaube ich niemandem. Es gab ein Video, in dem Didi Cassie in diesem verdammten Hotel herumschleifte. Wir haben es alle mit unseren eigenen Augen gesehen. Ist so. Das ist auch so für mich so ein Ding gewesen, wo ich sage... Das hat gezeigt, also dieses Video war echt wichtig für den ganzen Fall, finde ich, weil durch dieses Video hat man gesehen, zu was der Bruder zuständig, also zu was der fähig ist, sage ich mal, weißt du, was der so durchgezogen hat, und das hat gezeigt, wie ekelhaft der ist auch, und es gibt einfach viel zu viele Menschen, viel zu viele Vorwürfe, viel zu viele Stories und so. Und auch schon im Vorhinein, weißt du, Leute wussten schon von diesen Freak-Offs und von diesen Diddy-Partys und dass da irgendwelche dubiose Scheiße läuft im Hintergrund. Also es ist immer Kirche im Dorf, also wichtig ist es halt, nicht allem zu glauben, was gerade im Internet rumschwirrt, so, weil jetzt gerade gibt's auch extrem viel Fake News, also die ziehen sich jetzt aus allem irgendwas aus dem Arsch, so, und machen Titel und Thumbnails und sagen Sachen, die so weit hergeholt sind, Tunnel nach zu Michael Jackson und so. Also da gibt's ganz viele miese Theorien im Internet gerade. Da sollte man auf jeden Fall nicht auf alles hören. Aber einige Dinge kann man schon sagen, da sieht es so aus oder fühlt es sich so an, als ob da auf jeden Fall was dahinter steckt. Wie zum Beispiel jetzt mit diesen Babyölflaschen. So. Da sage ich dir, wenn nur eins und eins zusammenzählt, macht es Sinn für mich. Weißt du? Macht einfach Sinn für mich. Aber immer schön aufpassen, meine lieben Freunde.
Seid nicht zu naiv, glaubt diesen Videos und das ist auch das, woran ich festhalte. Das ist das, wovon ich ausgehe. Es sieht so aus, als ob Hailey Bieber, nächstes Thema, eine kryptische Botschaft herausgibt, indem sie Justin Bieber... Glaube nicht, weil sie immerhin noch Angst haben, dass ihnen was passiert. Aber dass das wirklich da drin war, die K.O.-Tropfen, denke ich nicht. Da kam nur 1 Milliliter Dosis zu viel zum Tod führen. Das wäre sehr unumsichtig. Nein, Bruder, du musst es ja nicht so voll ballern, dass du mit 1 Milliliter direkt... Bro, das ist doch gemischt mit Babyöl. Der macht da ein bisschen rein, auf entspannt. Der weiß ja, hat er selber wahrscheinlich schon Tests gemacht, ausprobiert, wie viel muss ich denen geben, damit die so und so sind und so und so. Und dann hat er da seine Mixtur gemacht. Also ich weiß nicht. Also mein Gefühl sagt mir, dass er auf jeden Fall diese Babyölflaschen dafür genutzt hat. So. Was sagt ihr? Eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass diese Babyölflaschen tatsächlich so genutzt wurden. 2 in den Chat, wenn ihr sagt, nee, ich glaube das nicht. Wo ein Nate-Tete Leuten den Mittelfinger zeigt und sie sagt, das ist meine Stimmung gerade. Wer zensurierte dich? Was ist los mit dir? Brüllte Bieber die Fotografen in diesem Bild an. Die Presse vermarktet es als sehr kryptisch, nachdem Diddy verhaftet wurde. Fühlt sich Bieber vielleicht gerade so? Er sieht jemanden so an oder empfindet so gegenüber Diddy. Und Hailey fühlt sich so, weil sie sich für einen Mann zurecht macht, weil ein Mann durch einige Sachen geht. Ich weiß es nicht, aber so vermarktet es die Presse. Jetzt ist ein... Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass im Bieber auf jeden Fall, dass er sich gerade freut, was passiert, wenn er wirklich da damals auch unter Diddy gelitten hat, so wie es aussieht, weißt du? Und mal gemütlich einen Doppelmittelfinger an die Presse raushaut. So. Ein Video aufgetaucht, sehen die den, in dem Diddy bewusstlose Menschen war, Menschen verspottet und es erscheint mir sehr seltsam. Er macht sich über einen... Ja, das ist vor allen Dingen, einer sagt gerade, Öle sind gute Trägersubstanzen und so. Vor allen Dingen, so wie er das jetzt gesagt hat, ist es ja auch in Amerika gerade auch so trendmäßig über Babyöl gewisse Substanzen, über Gleitcremes und so, gewisse Substanzen damit runterzumischen und dann dem Partner unterzujubeln quasi, so weißt du? Ich mir auch denke, wer hat das nötig? Wenn du das nötig hast, solltest du an dir selbst arbeiten, ey, wenn du nicht, Bro. So Abtöner auch. Ich finde das so abtönend. Wie kann das Leute überhaupt antönen, Menschen so halb bewusstlos zu machen und dann mit denen irgendwelche sexuelle, das ist so krank, Bruder, jetzt, dass es Menschen gibt, die so weit gekommen sind, ja, die brauchen Gott, die brauchen Liebe. Bewusstlosen DJ Lustig und warnt dabei in die Kamera, das passiert, wenn sie zu meinen Partys kommen. Ich meine, die Videos sprechen für sich selbst, Mann. Wenn man zu einer P. Diddy Party kommt, passiert das mit dem weißen Mann. Es ist so bedauerlich. What the fuck? Ist das real, das Video? Gehen, damit sie es... Ich meine, die Videos sprechen für sich selbst, Mann. Wenn man zu einer P. Diddy Party kommt, passiert das mit dem weißen Mann. Es ist so bedauerlich. Du musst zurückgehen, damit sie es sehen können, Matt. Der ist tot, wa? Geh aus dem Weg. Du lebst noch. Schau dir das an. Schau. Er hat das Getränk aus seinem Kopf bekommen und das ist James von Simian Mobile Disco. Er ist ein echter DJ. DJs sollten nicht ohnmächtig werden, aber wenn sie zu einer meiner Partys kommen, passiert das mit ihnen. Ich was für ein Typ, Bro. What the fuck? Der ihn drugged off. Ayo. Das ist halt, der ist halt drauf halt, ne? Morgens schon irgendwie am nächsten Tag. Ist halt voller Marsch. Ja. Affen gelegt. Ja, das Getränk auf... Ist das Dan Schneider? Sieht so aus, gell? Der sieht echt aus wie Dan Schneider. Von der Körperstatur und von den Locks. Von den Haaren. ...im Kopf abgestellt. Die Videos sprechen wirklich für sich selbst, wo du das klar erkennen kannst. Er sagt, schau dir das an. Schau dir das an. Und das ist James von Simian Mobile Disco. Er ist ein echter DJ. DJs sollten nicht ohnmächtig... Er hat sich schon gemeldet. Der war wohl betrunken. Ja, das sieht doch so aus. Also das ist jetzt für mich keine... Das ist für mich keine Evidence, Digga. Die holen halt teilweise Sachen raus, die sind interpretierbar so. Bro, ich lag noch nie so da, aber ich hatte Freunde, Homies nach Partys und so, da lagen auch schon mal den ein oder andere Cousin so da. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht kein Beweis für irgendwas.
Da wird halt alles ausgegraben und als Beweis benutzt. Werden. Aber wenn sie zu einer meiner Partys kommen, passiert das mit ihnen. Ich lege sie schlafen. Dann lachte er und ermutigte einen der anderen Gäste, ein Getränk auf seinem Kopf zu balancieren, um zu sagen, das passiert auf meinen Partys, ich bringe die Leute zum Einschlafen und wir wissen, dass GHB und Schmieröl und Dates witzig. Das ist halt krass, aber dass diese Aussage, dass er sagt, das passiert auf meinen Partys, ich bringe Leute zum Schlafen und so, ja, das kann halt zweideutig gemeint sein, weißt du? Rick, du weißt doch, dass bestimmte Drogen irre benutzt werden. Er lachte uns ins Gesicht, ganz offen. Und wie viele dieser Videos werden wieder auftauchen? Ob sie jetzt mit Bieber sind oder auf einer seiner Partys, das weiß ich nicht. Ist halt jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn man diese ganzen Videos sich reinzieht, dann hört man halt mit anderen Augen hin so. Das ist man hört mit anderen Augen hin. Man hört mit anderen Augen hin, ja Maniacs. Nein, man hört doch mit anderen Ohren hin, weißt du, weil man jetzt Background-Wissen hat und sich dann fragt, krass, meinte der vielleicht was ganz anderes damit so? Und ja, das kann auch gut möglich sein. Man muss halt gucken, dass man nicht übertreibt mit den Theorien. Weißen Mann, wenn er zu einer P. Diddy-Party kommt, das passiert mit ihm. Es ist wirklich ehrlich schade. Du musst zurücktreten, damit sie es sehen können. Matt, geh aus dem Weg. Du lebst noch. Schau mal, er hat das Getränk auf seinem Kopf. Und das ist James von Simeon Mobile Disco. Er ist ein echter DJ und ich soll... Bruder, reicht doch jetzt mit dem Video. ...umcappen. Der hat so ein bisschen österreichischen Akzent sogar, gell? Der Übersetzer. Aber wenn sie zu einer meiner Partys kommen, passiert ihnen... Es hört sich null an wie eine KI-Chat, sei ehrlich. Ne? Das. Ich bringe sie zum Einschlafen. Muss auf 8 Minuten kommen. Ah, jetzt stimmt. Du setzt das Getränk auf seinen Kopf. Da hast du's. Krass. Um es kurz zu machen, dieser Mann kommt nicht aus dem Gefängnis. Er kann es versuchen, so viel er will, aber das wird definitiv nicht passieren. Wegen dieses verzweifelten... Man weiß nie, ich traue den Hollywood-Leuten alles zu, ne? Entweder der bringt sich vielleicht selbst um, Anklagen werden fallen gelassen wegen Verfahrensfehler oder was auch immer. Ich sag niemals nie, ich schließe nichts aus. Also ich denke nicht, dass er rauskommen wird und dass er ungeschadet davonkommt, aber man weiß nie heutzutage. Juristischen Briefs, von dem ich euch gestern Abend erzählt habe. Ich denke gerade darüber nach und er hat wirklich alles versucht, um das rauszukriegen. Oh ja, lasst mich eure Meinungen zu diesem Video wissen. Abonniert den Kanal, ich würde es schätzen. Es ist nur ein Klick, um zu abonnieren. Ah jo, nee, ist klar, Bro. Gibt vielleicht einige angebliche Opfer da draußen, die sich falsche Geschichten mit diesem, ihr wisst schon, gefälschten Brief ausdenken. Die Anklägerin gestern... Ja, denke ich auch. Also es gibt bestimmt einige, die nur eine schnelle Mark machen wollen oder ein bisschen Fame abgreifen wollen oder einfach Aufmerksamkeit haben wollen. Aber das sind zu viele, um zu sagen, dass die alle lügen. Abend, Talia Graves bot ihrem damaligen Ex-Freund 3 Millionen an, um ihn zu bestechen und die Geschichte zu bestätigen. Das lässt mich nicht denken, dass alle diese Leute falsch sind. In keiner Weise denke ich definitiv nicht, dass Cassie die einzige war. Für diejenigen, die sagen, ich glaube nur Cassie und niemand anderem, glaubt ihr wirklich, er... Niemals. Hat das nur... Ich gehe sogar so weit, dass es einige Celebrity... Sternchen und auch JungsInnen gibt, ne? Also sowohl Mädels als auch Jungs, die unter Didi gelitten haben oder die bei ihm gewisse Sachen gemacht haben, damit sie einen gewissen Status bekommen und so. Und es gibt auch viele, die das mitgemacht haben, freiwillig, sage ich dir ehrlich. Bin ich überzeugt von. Die jetzt gar nicht gezwungen wurden oder irgendwie betäubt wurden oder so, sondern einfach, ja, okay. Gibst du mir danach den und den Contract, komme ich danach da und dahin, dann mach Film auch, wenn du möchtest. Hast du was gegen mich in der Hand? So, es ist in der Industrie, es ist leider in Amerika, in Hollywood und so, es ist leider weit verbreitet so. Es ist wirklich weit verbreitet, diese komischen Sachen, weißt du? Dass das schon fast normal ist, in Anführungszeichen, für viele Leute, wenn du irgendwo auf ein gewisses Level kommen möchtest, dass du dann halt gewisse Dinge tun musst. Cassie angetan. Crazy. Crazy, 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 crazy. Ja, haben wir uns mal reingezogen auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das mit dem Babyöl auf jeden Fall so verwendet wurde, wie das hier im Video dargestellt wurde. Und ist einfach nur, ich habe meinen Senf dazu abgegeben, es ist einfach nur krank, Freunde. Es ist einfach nur krank, was da passiert. Aber es ist halt auch wirklich, es ist auch irgendwo gut, dass die Sachen ans Licht kommen.
Weißt du, es ist gut, dass die Sachen rauskommen, dass die Menschen ein Gefühl dafür bekommen, was in Amerika, in der Musikindustrie, in Hollywood und so hinter den Kulissen alles abgeht. Damit die Leute ein Bewusstsein dafür haben und sich auch nochmal vielleicht hinterfragen, ob man sich das so reinziehen sollte und ob man diese Leute da so krass anhimmeln sollte. Weißt du? Und ja, das ist mein Senf. Gebt euren Senf gerne unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.